Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pikmin 3 Deluxe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay Leute, let's go! Ich bin immer wieder überrascht über die schiere Zahl und Vielfalt an einheimischen Kreaturen. Wenn wir an die Teile des Schiffes kommen wollen, müssen wir uns wohl oder übel mit ihnen auseinandersetzen. Ich muss mir etwas einfallen lassen, wie ich diese Teile in unser Lager bringe. Am besten sollte ich wohl zuerst mal einen Weg für den Transport frei machen. Ja, Flügel-Pigments heben diese Bambuszäune. Ich muss die Kreaturen besiegen. 12 Minuten habe ich dafür. Ich hoffe, das läuft jetzt besser als beim letzten Mal. Okay. So, da könnt ihr jetzt erstmal abtransportieren. Die schicke ich auch direkt zur Zwiebel zurück. Währenddessen kann hier unten gearbeitet werden. Ihr könnt das ja schon mal umbringen. Sechs Pikmin. Ich brauche auf jeden Fall noch eins mehr. Meine ich. Nee. Sechs können das abtransportieren. Sobald das abgeliefert ist. Die schaffen den Kampf schon. Das Vieh kann Wasser-Pigments nicht umbringen. So, mit dem wieder zur Zwiebel zurück. Das wäre erledigt. Attacke. Die haben direkt beide umgebracht. Das ist schön. Da hinten ist das Blubberblasenmonster. Bin ich unbedingt der beste Freund von dem Viech? Gott, tötet es endlich. Währenddessen muss ich hier mit dem Brückenbau schon mal anfangen. So. Das ist abtransportiert damit. Da brauche ich einen mehr. So, zur Zwiebel zurück. Währenddessen kann ich hier oben arbeiten. Man muss einfach nur effizient bei dem Spiel sein. Der muss jetzt erstmal die Pigments auch abbauen. So, sicherheitshalber alle mal eben kurz anhalten und dahin schicken. Die sind jetzt am Bauen. So, hilft denen mal. Warum hat er die nicht abgeerntet? Das verstehe ich nicht. So. Da hinten schon mal hin. Und alle mitnehmen. Weiterarbeiten. So. Ihr gönnt euch. Währenddessen Ausgrabung. Was finden wir hier? Flügelpigments. Die kann er ruhig bei sich haben.
Wenn die Flüge Pikmins, die jucken. Ist nicht, wenn da Wasser ist. Tötet es. So, tot. Das ist jetzt auch tot. Gibt es eine Zwiebel für die Flüge Pikmins? Anscheinend. Obwohl doch, ich glaube, da ganz hinten ist eine. Kann ich ja zumindest abtransportieren lassen. So, funktioniert das? Ich hoffe. Rote abholen. Die kamen dann davor, sodass jederzeit das abgeholt werden kann. Die machen ihre Aufgabe schon. So. Flieg doch, du Idiot! Meine Güte. Manchmal stellen die sich aber auch dämlicher an, als sie sind. So, da kann ich mit dem Blauen gerade eh nicht durch. Aber die sind instant tot. Wenn ich einmal mit denen da reinrenne. So, töten, aber liegen lassen. So, die Blauen können hier einmal kurz abtransportieren. Müssen sie sogar. Währenddessen kann ich hier unten rum weiter. Ihr dürft einmal töten. So. Nein, ihr nehmt das nicht mit. So, weiter. Ihr müsst da hinten weiter abbauen. Die Viecher sind bei mir ehrlich gesagt noch nie wirklich zum Angriff gekommen. Deswegen weiß ich eigentlich gar nicht, was die wirklich machen. Ich lasse die jetzt mal das am Land tragen. Dann lasse ich das gleich von dem Flügelpicknick mitnehmen. Oh, die denken nicht mal dran, das irgendwie an Land zu bringen. Okay. So soll das funktionieren. Jetzt habe ich Flügelpigments. Oli, man kann da währenddessen ausgraben. Die brauche ich ja jetzt. 3 Minuten habe ich noch übrig. Das kann was werden. Der kann ja gleich hinterherkommen. Die roten. Die brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Ich lasse die aber mal hier oben bei Olimar. Nur für den Fall der Fälle. Heb das einmal kurz an, bitte. Da hinten im Wasser ist auch noch ein Viech. So, einmal kurz umbringen, bitte. So,
Attacke. Das ist auch tot. Da ist das Mega-Mistvieh des Universums drin. So, einmal hier holen. Währenddessen kann Olimar ja schon mal vorrennen. Ich muss hier eh noch irgendein Kleinviech im Wasser umbringen. So. Und jetzt mache ich das ganz schlau. Olimar beiseite. Und Olimar rennt zurück zur blauen... Hier. Zur blauen Zwiebel. Oder auch andersrum. Ist mir beides gleich. Recht aufs Auge. Immer direkt aufs Auge. Und go! Ja, von was das Zeug hält. Jetzt regeneriert sich das Auge. Immer schön im Kreis rennen mit dem Vieh. So, das Vieh muss sterben. Mini-Boss besiegt. Ja. Und ich hatte noch eine Minute ungefähr übrig. Okay, das hat prima funktioniert. Eine neue Mission. Unglaublich. Wir haben das Schiff gefunden, nun zumindest einen Teil von ihm. Das Schiff hat augenscheinlich schwere Schäden erlitten und einzelne Teile wurden überall verstreut. Das wirkt alles sehr vertraut, aber jetzt ist nicht die Zeit für nostalgische Anwandlungen. Wir müssen die Teile bergen, bevor die einheimischen Kreaturen sonst was mit ihnen anstellen. Jo. Ich schätze mal, dass das jetzt die letzte Mission ist. Ihr erstes Teil gefunden steht da. Sichern Sie zuerst einen Transportweg, bevor Sie sich das Teil vornehmen. Und denken Sie an Brücken. Ich will auf dem kostbaren Eigentum von Okotado vielleicht keine Bissspuren sehen. Wir haben die wichtigste Komponente des Schiffs gefunden, den Hauptantrieb. Er war den Elementen ausgesetzt und ist daher etwas verschmuddelt. Aber er sollte noch seinen Dienst tun. Bleibt nur die Frage, wie wir ihn ins Lager schaffen, ohne dass die einheimischen Kreaturen ihn beschädigen. Okay, ich muss jetzt die Kreaturen wieder besiegen. Das Teil muss ich auf jeden Fall wieder mitnehmen. Wahrscheinlich sind hier trotzdem alle Teile. Kann ich mir gut vorstellen. Weil ich bestimmt in jedes Gebiet einmal muss. Sag mal, Louis, warum pflückst du nicht mit? Das wirkt wie eine Falle. So. Hui! Einmal hier alles schrotten, bitte. Ihr sollt Schrotten nicht gönnen. Können Sie das Ding denn schon mitnehmen? Ja. Kann man schon mal ein Stück tragen. Attacke! Okay, das Viech ist tot. Weg da! Attacke!
Los, meine Privatarmee! Ich brauche hier die Gelben, also lasse ich es von den Gelben abtransportieren. Ein Blauer kann da helfen. So, du kannst da transportieren. Die Blauen können das ja gerade tragen. Das ist schon mal ein bisschen näher liegt. Die behindern sich gerade gegenseitig. So, die werden jetzt höchstwahrscheinlich davor ein bisschen rumtanzen. Pflücken ist jetzt aber erstmal das Wichtigste. Ich brauche die Pigments. Also meine Hauptaufgabe ist gerade alles irgendwie zum Schiff zu bringen. Ich sag doch, die tanzen davor rum. So, der eine kann da noch helfen. Ist jetzt nicht so, als ob das sonderbar wichtig wäre. Die warten jetzt brav darauf, dass hier alles Schrott ist. So, einmal töten bitte. So, sterben. Jetzt bin ich so schlau und bilde beide Teams mal einmal kurz ein bisschen weiter aus. Auf die Brücke. Hier können beide Teams arbeiten. Ah, die blaue, die ist gar nicht hier. Ah, okay, dann halte ich jetzt ein paar gelbe auf. Oder ist die direkt hier drüber? Nee, die ist da unten. Die würden bei dem Weg sterben. Nein, die schieben das Ding komplett den Weg zurück. Okay. Jetzt muss ich alle wieder zurückholen. Dafür muss ich einmal da runter und dann direkt wieder hoch. So, erstmal alle pflücken. Der muss hier auch nochmal einen Job erfüllen. Ich finde, dass das Bonusabenteuer echt eine recht spannende Geschichte erzählt. So, einmal mitnehmen. Das ist ja unsere Hauptaufgabe. Auf die sollten wir uns auch hauptsächlich konzentrieren. So, hier dürfen jetzt mal die Gelben nur tragen. So, der eine bleibt oben. Und der andere Trupp arbeitet jetzt hier unten. Einmal mitnehmen. Egal. Ich kann ja mal eben kurz die Pigments hier alle oben beiseite werfen. Die müssen eh warten, bis die Brücke gebaut ist. Töten! Tötet! Ah! Du bleibst als Ausgraber dort.
So, ein paar blaue mehr. Den Rest baue ich mir, glaube ich, die roten. Ihr könnt da schon mal anfangen zu bauen. Es fehlen mehr als offensichtlich noch ein paar Teile. Wenn ich schnell genug angreife, ist es so tot, bevor es sich aufladen kann. Das muss eh Bratze gemacht werden. Oh, ich habe offenbar das Maximum der Pigments erreicht. Dann kann ich ja mal eben kurz hier gucken. Da hoch. Wird schon einen Sinn haben. Ich lasse die Roten mal abtransportieren. Wenn welche sterben, dann habe ich wenigstens neue Rote. Muss mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit da hoch. Da drüben sind die restlichen Teile. So, ihr dürft mitnehmen. Tötet. Ihr sollt töten. Na komm, grab dich wieder aus. Die Viecher, die interessieren mich gerade nicht. So, und tragen, Leute. Nicht das, das. So, 5 sind gestorben. Meine Zeit war scheiße. Wir haben eines der Teile gefunden, aber es wird nicht einfacher werden. Louis und ich überlegen uns aufzuteilen, um das nächste Gebiet zu durchqueren. Ich bin etwas besorgt, dass er sich auf eigene Faust aufmacht. Vielleicht gibt es einen Weg, auch auf die Entfernung ein Auge auf ihn zu haben. Mir wird schon etwas einfallen. Muss es ja schließlich. Die Mission mache ich privat nochmal, da ich auch Platin habe. Olimas neue Abenteuer sind auf jeden Fall ein bisschen länger. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.